schön, dass wir eine Wassergeschichte vor uns haben. Wo gehen wir denn hin mit der Wassergeschichte? Als erstes muss ich Ihnen sagen, keine Sorge, Sie kriegen heute das Konzentrat von der Predigt. Nicht, dass noch einer mir wegsackt hier, das wäre das Letzte. Aber wie gehen wir denn vor? Wir könnten zum Beispiel uns anschauen den Petrus, wie er hineingezogen wird in ganz besonderer Weise und das eine ganz wichtige Etappe auf seinem Weg mit Jesus ist. Also biografisch, Petrus wäre genial bei Lukas 5. Wir können aber auch hineingehen und mit dem Fischzug operieren. Und dann landen wir in den messianischen Zeichen des Fischzugs, Jeremia 16, 16. Da wird von den Fischern gesprochen, die in der Messiaszeit ausgesandt werden, um die Fische einzuholen. Dann wäre das ein ganz wichtiges Messiaszeichen, Lukas 5. Oder Sie gehen mit mir und lesen den Text aus einer heilsgeschichtlichen Perspektive, landen zum Beispiel bei Martin Luther, der dann das, was der Petrus in der Nacht gemacht hat, überschrieben hat mit dem sinnlosen Arbeiten der Nacht des Gesetzes, bevor der Morgen der Gnade anbricht. Wäre auch eine Perspektive. Oder Sie gucken noch einmal ganz anders auf diesen Text, sprechen vielleicht von dem Geheimnis der Torheit der Predigt, was hier drin verborgen ist, und sind beim Thementag, das nämlich tatsächlich etwas ganz Verrücktes ist, dass Gott einfach nur durch ein Wort die Welt steuert und Leben schafft. Oder Sie gehen mit mir noch einmal an und schauen, dass in diesem Wort Gottes ja drei Phasen eines geistlichen Lebens uns beschrieben werden. Und das soll heute Morgen dran sein. Drei Phasen eines geistlichen Lebens. Wobei die Phase, ich sage es Ihnen gleich und auch nur einmal voraussichtlich, sowohl nacheinander, auch partiell verschieben, auch ineinander gehen können, aber sie sind trotzdem erkennbar als drei unterschiedliche Phasen eines geistlichen Lebens. So wollen wir den Text gucken. Gehen Sie mit mir ran und schauen wir Jesus an, der den Fischer will. Schauen wir uns zum Zweiten den Fischer an, der die Fische will. Und gucken wir uns zum Dritten dann noch Jesus an, der mit dem Fischer die Fische will. Haben Sie es oder ist das zu schwierig? Also, wir gucken uns all Jesus an, der den Fischer will. Jesus will den Fischer. Mit einer ganz unglaublichen Autorität tritt hier Jesus in das Leben des Petrus hinein. Konnte Petrus das verhindern? Nein, nein. Jesus kam auf diese Erde, Jesus ging am See Genezareth entlang, Jesus sah diesen Petrus, Jesus griff nach seinem Leben. Und wir wissen ja aus den verschiedenen Evangelien, es gab eine ganz, ganz wichtige Vorgeschichte. Petrus war schon mit Johannes dem Täufer unterwegs. Er war schon aufgeweckt, er war schon in einer ganz großen Nähe zu dem Hoffen auf den Messias. Er war mit dabei bei der großen Jordanbewegung. Er hat es mitbekommen, wie die Jordanbewegung um Johannes den Täufer zur Jesusbewegung wurde. Er hat die Seiten gewechselt. In Johannes 2, Vers 12 entdecken wir dann, dass er eben hinübergegangen ist und mit ihm lebt in Kapernaum, dass er mit Jesus schon Schritte gegangen ist. Und direkt vor unserem Text hat er Jesus ja empfangen in seinem Haus, seiner Schwiegermutter, dort in Kapernaum. Das alles lief schon vorneweg. Und jetzt haben wir hier diesen ganz besonderen Teil, wo wir sehen, Jesus ist in das Leben des Petrus hineingetreten. Wunderbar. Bei einer ganz großen Autorität ist Jesus im Leben des Petrus angekommen. Woher kommt diese Autorität? Hinter Jesus steht der lebendige Gott. Er ist es, der mit großer Macht und Kraft in das Leben dieses Mannes hineinspricht. Und wenn wir uns jetzt fragen nach den Kriterien, warum will Jesus gerade Petrus, dann landen wir bei diesem uns so oft begegneten Geheimnis seiner Wahl. Es ist seine Wahl aus purer Gnade und aus purer Liebe. Und Sie hören etwas vom Leitvers dieses Sonntags aus dem Epheserbrief mitschwingen, wenn es dann da heißt, aus Gnade seid ihr selig geworden. Gabe Gottes ist es. Es ist ein Geschenk, ein pures, einfaches, hundertprozentiges Geschenk. Es ist seine Liebe, die gewählt hat. Es ist die Weisheit seiner Pläne. Es sind nicht die menschlichen Eigenschaften, es ist nicht der IQ, es ist nicht die Religion, es ist eben genau nicht das, was wir auf Menschenseite denken, was Voraussetzung wäre für den Ruf Gottes. Gott ruft nach seiner Souveränität, seiner Weisheit, seiner Liebe. Es ist seine Sache. Und wenn es in Ihrem, meinem Leben geschehen ist, dann ist etwas ganz, ganz Großartiges geschehen, dass so Gott in Jesus Christus in Ihr Leben hineingetreten ist. Er ist da, er ist angekommen. Jesus ist bei Ihnen.
Und deswegen verstehen wir auch dann, was hier abläuft. Jesus predigt am Ufer des See Genezarethes. Jesus sieht diese Boot da stehen. Jesus kommt zu Simon Petrus. Selbstverständlich gibt Petrus diesem Jesus alles, was er irgendwie da so kann. Und er darf gern sein Boot ausleihen und er fährt mit ihm raus. Er hat gute, wunderbare, reiche Erfahrungen mit ihm gemacht. Jesus ist im Boot seines Lebens. Und das gilt auch für die weitaus Meister, die morgen unter uns, dass wir das erlebt haben. Dass Jesus in das Boot unseres Lebens eingestiegen ist, dass er zu uns gehört. Für manche von uns liegt das Jahrzehnte zurück, wo Jesus in ihr Boot eingestiegen ist, wo er eben mit ihnen unterwegs ist und seitdem ja nicht mehr aussteigt, bildlich gesprochen, aus diesem Lebensboot, mit dem sie da unterwegs sind. Es mag Einzelne auch in diesem Raum oder im Zuhörerbereich dieses Gottesdienstes geben, für die das nicht gilt. Dann ist diese erste Phase natürlich eine wunderbare Chance, sie ganz, ganz herzlich einzuladen, Jesus in das Boot ihres Lebens hineinzunehmen. Zu sagen, das soll für mich auch gelten. Ich will diesen Jesus in meinem Leben haben. Für Simon galt das. Jesus war im Boot seines Lebens. Ich habe Jesus in meinem Leben. Das ist das, was uns immer wieder bestimmt. Und das geht auch nicht mehr weg. Das auch für die nächsten Stunden, für die nächsten Tage, ist das das bestimmte Moment. Da mag manches gut laufen, manches blöd sein, manches ganz schwierig, manches dämlich, manches glücklich machen, manches traurig, was auch immer da ist. Sie haben Jesus im Boot ihres Lebens. Wunderbar. Erste Phase. Ganz, ganz klar. Ganz eindeutig. Und jetzt geschieht was ganz Eigenartiges, dass eigentlich die Geschichte hier zu Ende sein könnte. Das war eine wunderbare Sache. Das war eine gute Aktion. Jesus war im Boot des Lebens. Er hat das Boot ausgeliehen. Jesus konnte den Menschen das Wort Gottes sagen. Es war eine wunderbare Angelegenheit. Und jetzt wäre eigentlich dran gewesen, man rudert wieder ans Ufer zurück. Und das Ganze, die Aktion ist beendet. Feierabend, Schluss, aus. Nein, jetzt kommt eine zweite Szene. Es ist nicht nur, dass Jesus da ist, der den Fischer will, sondern es kommt zur zweiten Szene, nämlich es kommt zum Fischer, der die Fische will. Und jetzt sagt hier Jesus überraschenderweise in das Leben des Simon hinein, Simon, als er aufgehört hat zu reden, Vers 4, fahre hinaus, wo es tief ist und werft eure Netze zum Fang aus. Fahrt hinaus, wo es tief ist und werft eure Netze zum Fang aus. Das war überhaupt nicht nötig. Es war nicht so, wissen Sie, dass es eine dramatische Not gegeben hätte, große Hungersnot am See Genezareth. Nur weil die Nacht nichts gefischt haben, hätten die gut in der nächsten Nacht wieder fischen können oder übernächste Nacht oder wie auch immer. Es gab keinen dramatischen äußeren Anlass. Es gab ein ganz bewusstes Zeichen, ein ganz bewusstes Signal, ein ganz bewusstes Wollen von Jesus, jetzt mit dem Simon in eine weitere Ebene, eine weitere Phase, einen weiteren Charakter seines Glaubens in das Leben dieses Mannes hineinzubringen. Fahr hinaus dorthin, wo es tief ist. Jesus intensiviert. Jesus bleibt nicht stehen. Jesus macht weiter. Jesus will mehr. Jesus will auch in unserem geistlichen Leben mehr als bisher tatsächlich in unserem geistlichen Leben geschehen ist. Was will er denn? Er will, dass wir, das ist die Phase 2, dass wir auf sein Wort hin ihm vertrauen, handeln und leben. Jetzt könnte man sagen, das gehört von Anfang dazu. Ja, in gewisser Weise ja. Ja, in gewisser Weise ja. Doch es gilt eben auch zu erkennen, dass das in einer besonderen Weise noch einmal intensiviert wird, verdichtet wird, verstärkt wird, bekräftigt wird im Leben eines Menschen, der an Jesus Christus glaubt. Und ganz viele von Ihnen können das in ihrer Biografie sogar sehr genau verorten, wo die unterschiedlichen Passagen waren, wo Gott sie ermutigt hat, noch einmal in besonderer Weise, in einer anderen Weise, auf sein Wort hin ihm zu vertrauen und zu handeln. Jesus will, Phase 2, von dem Fischer Simon, dass er ihm auf sein Wort hin glaubt. Das, was erstmal äußerlich so einfach zu sein scheint, erweist sich ja als relativ schwierig. Denn das, was da Jesus nun will von dem Simon, scheint ja ein bisschen irre zu sein. Das widerspricht nun komplett der Erfahrung dieses Fischers Simon. Das macht man nicht. Da braucht man nun kein Fischexamen haben. Das macht man nicht, dass man am hellen Tag dann nochmal rausrudert und versucht, da Fische zu fangen. Das haut einfach nicht hin. Das widerspricht der Lehre, das widerspricht der Erfahrung, das widerspricht der Innung. Das macht man nicht, das tut man nicht, das geht nicht. Da rebelliert die Vernunft, da sagt das Herz, nein, danke. Da kommt die ganze Peinlichkeit vor der ganzen Innung dazu. Nein, das geht nicht, das ist nicht gut. Und jetzt steht genau das vor dem Simon, was immer wieder dasteht, wenn Worte Gottes dastehen.
Worte Gottes haben ganz oft bei uns diesen Charakter, dass sie uns in eine schwierige Position zum Gewohnten, zum Bekannten, zum Normalen, zum Erfahrbaren hineinführen. Ganz oft. Sie sind eben nicht kompatibel, sie takten nicht gleich, sie bestätigen nicht das, was immer sowieso schon läuft, sondern sie gehen quer, sie gehen kontra, sie sehen anders aus. Und das erlebt nun hier der Simon Petrus auf seinem Fachgebiet, auf dem Fachgebiet Fisch. Da ist er doch zu Hause. Da kann doch niemand was vormachen. Da weiß doch Bescheid, wie es eigentlich läuft. Und das ist das, was er auch mit aller Leidenschaft will. Und jetzt setzt Jesus, wie raffiniert, bei den Fischen an. Sagt, Simon, könnte es sein, dass du Fische liebst? Willst du Fische? Ich hätte einen tollen Weg, wie du Fische kriegst. Er knüpft genau an der Stelle an, die für den Simon so wichtig ist, die Fische. Und er weiß natürlich auch, dass die Nacht nichts war mit Fischen. Und jetzt nimmt er ihn und lockt ihn genau in seinem Gebiet, genau in seinem Gebiet und sagt, ich könnte dir enorm viel Fische geben, wenn du mir vertraust. Und dann kommt es zu diesem spannenden Moment, über den die Bibel uns nichts sagt. Da ist die Bibel ja ganz, ganz kurz, das heißt ja nur, Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet, nichts gefangen. Auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Dieser ganz wichtige Satz, auf dein Wort, nur auf dein Wort. Und dann heißt es, und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische. Und genau dazwischen, da hätten wir so ein paar kleine Fragen. Nämlich die Frage, Petrus, wie hast du dich denn da gefühlt? Wäre eine ganz wichtige Sache für uns gewesen. Das war doch ganz wichtig. Er muss doch jetzt was gefühlt haben. War er hoffnungsvoll? War er kräftig, mutig, rudernd, rauf auf das Meer? Er hat sich blöd gefühlt, weil hinter ihm die alle am See gesagt haben, was macht denn jetzt der? Ist er vollkommen irre jetzt geworden? Wie hast du dich gefühlt? Vollkommene Fehlanzeige. Oder wir fragen, was hast du denn gedacht, Simon? Könnte auch sein, dass du was gedacht, das kommt ja auch vor. Dass du einen Gedanken durch den Kopf ging. Hast du nicht gemerkt, dass das alles nicht stimmen kann? Das ist doch nicht logisch. Das widerspricht dem Lehrbuch der Fischkunde. Das ist nicht stimmig, was du da tust. Was hast du denn gedacht? Fehlt auch. Die Frage, wie lange hat er denn rudern müssen? Wie lange hat es denn gedauert? Fehlt auch. Und auch, was ich ganz wichtig fände, was hat denn Jesus in der Zeit gemacht im Boot? Hat er ihm zugeguckt? Hat er ihn ermutigt? Hat er weggeguckt? Hat Petrus nochmal mit dem Jesus Kontakt aufgenommen, der Motto, bin ich noch richtig oder bin ich vollkommen neben der Spur? Soll ich wirklich noch ein bisschen weiter rudern? Wie weit soll ich noch rudern? Fehlt alles. Es fehlt alles. Und das eine steht da. Er hat's getan. Er hat's getan. Und Jesus hat diesen Mann einen ganz ungewöhnlich fremden, unbekannten, eigenartigen, widersprüchlichen, der Vernunft widersprechenden, der Erfahrung widersprechenden Weg geführt. Er hat ihr ein Wort Gottes gegeben. Das macht er bei Ihnen und bei mir doch auch, oder? Er fängt mit ganz kleinen, einfachen Dingen an. Er gibt Ihnen Worte, die passen einfach nicht ins System. Die sind einfach nicht normal. Das macht man nicht, das tut man nicht einfach so. Und Jesus sagt Ihnen, doch, mach das. Er sagt zum Beispiel, vergebt einander. Und wir sagen, nee, jetzt gerade heute ist es nicht passend. Da gibt es auch 27 psychologische Gründe dafür und auch biografisch und terminliche. Das haut jetzt gerade gar nicht hin. Mach's oder mach's nicht. Ich sag dir, mach's. Ich gebe dir ein Wort. Oder er sagt ihnen gewisse Dinge, die klar für sie sind, wo sie aus den Geboten Gottes wissen, was dran ist. Oder er sagt ihnen Vorgaben, wo sie sich auf ihn verlassen können. Oder er gibt ihnen ein klares Wort der Verheißung, wo er ihnen sagt, mitten in ihre Lage hinein, die so bescheuert ist, fürchte dich nicht, halt durch, ich stehe zu dir, ich lasse dich nicht los. Wirf deine Sorgen bei mir ab, wie auch immer. Sie kennen doch die Botschaften Gottes und sie wissen, dass die eigentlich der Vernunft widersprechen, eigentlich der Erfahrung widersprechen, eigentlich ihrer Gefühlslage widersprechen. Und jetzt will Gott genau das will er, dass wir uns auf diese Worte verlassen. Fragen wir andersrum. Was wäre denn gewesen, wenn der Simon nicht rausgerudert wäre? Ganz abgesehen davon, dass es auch nicht in der Bibel stünde, wäre dann doch das Besondere, dass er jetzt nicht gleich in die Hölle gefahren wäre. Ist doch klar. Jesus wäre auch im Boot seines Lebens geblieben. Ja. Es wäre auch alles weitergegangen. Ja. Aber er hätte eine ganz entscheidende Vertiefungserfahrung, eine Beziehungsvertiefung nicht erlebt. Verstehen Sie? Wir machen weiter mit Jesus. Jesus macht auch weiter mit uns. Er lässt uns nicht hängen, er bleibt in unserem Boot, natürlich. Aber er will, dass das nochmal anders wird mit uns, dass unser Glaube nochmal eine Vertiefung, eine Verdichtung kriegt, dass die Beziehung zwischen ihm und,
uns um auf einen anderen Boden gestellt wird. Und dafür fordert er uns zu solchen Wortvertrauensaktionen unterschiedlichster Dimension heraus. Das wird immer und immer, immer wieder bei Ihnen und bei mir passieren. Sie stehen also an einer Weiche. Heute, morgen, übermorgen, immer wieder an einer Weiche. Zu sagen, verlasse ich mich auf das eigenartige, fremde, unbekannte, komische, der Vernunft, dem Verstand, dem Gefühl widersprechende Wort meines Gottes und gehe einen neuen fremden Weg, rudere auf dieses tiefe Wasser hinaus oder bleibe ich im Kampen und Gewohnten und habe damit auch die Grenze meiner Beziehungserfahrung mit Jesus gesetzt. Wenn Sie allerdings rausgehen, dann müssen Sie sich darauf einstellen, das wird immer schwierig, eigenartig, fremd und komisch bleiben. Und genau da werden Sie entdecken, das ist das Gute. Das wollen Sie. Sie wollen nicht mehr zurück. Sie werden nämlich die Erfahrung machen, dass Gott Sie tatsächlich nicht hängen lässt und dass er Ihnen eine ganz besondere Freude schenkt. Das ist das eine. Und dass es zu einer ganz besonderen Begegnung mit Gott kommt, die Ihnen bisher so nicht geschenkt war. Als die Fische da waren, da jubelte nicht nur das Herz des Fischers. Zwei Boote voller Fische und die Dollarnoten in den Augen klickelten. Das ist das eine, das war das Geringste. Das Besondere war, dass er plötzlich begriffen hat, dass es das tatsächlich gibt, dass der lebendige Gott in Jesus Christus mit uns so zusammen, so mit uns leben will, so mit uns unser Leben leben möchte. Deswegen ist Anbetung, die Antwort auf diese zweite Phase. Und jetzt? Jetzt hört er immer noch nicht auf. Und damit kommen wir zur dritten abschließenden Phase. Nämlich tatsächlich, der Simon hat jetzt das erlebt und jetzt erlebt er noch eine weitere Verdichtung, nämlich dass jetzt Jesus zu ihm sagt, du, ich bin mit dir immer noch nicht fertig. Ich habe noch was mit dir vor. Ich habe noch was ganz anderes mit dir vor. Ich will nämlich mit dir, dem Fischer, jetzt Fische fischen. Und zwar ganz andere Fische will ich mit dir fischen. Da steht das große Bild aus dem Propheten Hosea zum Beispiel vor uns auf. Hosea sieht im Volk Israel zum Beispiel dieses Rind. Das ist ein Vergleich, der uns das nicht ganz so anspricht, aber im Alten Testament war der recht positiv. Also dieses Rind, das eben da schon seine Runden dreht und fröhlich drescht, das ist ein Bild für Israel. Und dann sagt in Hosea in Kapitel 10 der Prophet im Namen Gottes, ich hatte eigentlich mit diesem Rind noch was ganz anderes vor. Ich habe mich noch eine weiterführende Aufgabe dem vor. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass dieses Rind sich wunderbar eignet, in einem Joch zu laufen und noch ein ganz anderes Ergebnis zu bringen, als nur seine Kreise zu drehen und zu dreschen. Und das hat Gott mit Ihnen und mir auch vor. Er nimmt uns hinein, er steigt in unser Boot, er gibt uns vertiefende Worterfahrungen des Glaubens und jetzt sagt er, eigentlich habe ich noch was ganz anderes vor. Ich bin immer noch nicht fertig. Eigentlich möchte ich dich gebrauchen zum Aufbau, zur Mitarbeit, zum Dienst in meinem Reich. Das ist eigentlich mein Ziel. Und so kommt es, dass er ihm ein Wort gibt, das fortan natürlich den Dienst des Petrus bestimmt. Dass Jesus diesem Petrus tatsächlich sagen kann, ich möchte mit dir Menschen fangen, Menschen fürs Reich Gottes. Ich möchte mit dir einen ganz besonderen Weg gehen, dass durch dich andere auf Jesus Christus aufmerksam werden. Ich gebe dir Anteil an der Mitwirkung der Aufrichtung meines Reiches. Einen tieferen, umfassenderen, reicheren, bleibenderen Sinn ihres Lebens können sie nicht mehr kriegen. Als dass Sie und ich, in welcher Weise auch immer, mit eingebaut werden in die Aufrichtung seines Reiches. Es sind Phasen. Phasen eines geistlichen Lebens. Phasen, in denen Gott in unser Leben hineinkommen möchte. Wo stecken Sie gerade? Stecken Sie gerade in dem einen, wo Sie dankbar sind, ich habe Jesus im Boot. Wunderbar. Genießen Sie es in vollen Zügen. Stecken Sie gerade dran, wo Jesus Ihnen eine Aufforderung schenkt, auf ein Wort hin zu handeln, zu glauben, dran zu bleiben, auszuharren, ihn zu bestürmen im Gebet, dann ziehen Sie es durch und weichen dieser Vertiefung Ihres Glaubens nicht aus. Oder ruft er Sie in die vertiefte Mitarbeit an der Aufrichtung seines Reiches, wo er sagt, das möchte ich eigentlich mit dir haben, diesen Dienst, den würde ich gerne durch dich tun. Das wäre der tiefe Sinn deines Lebens. Dann packen Sie dieses Angebot, nehmen Sie es auf. Der Fischer,
Der Fischer, der die Fische will. Der Fischer, der vom großen Fischer Jesus gewollt wird. Und der Fischer, der dann mit Jesus die Fische fängt. Wir wollen ihm danken, dass er im Boot unseres Lebens ist. Wir wollen ihm danken, dass er uns Worte gibt, mit denen er uns herausfordert. Und wir wollen ihm danken, dass er uns tatsächlich mitarbeiten lässt an seinem Reich, an seinem Dienst. Wir beten noch. Lebendiger Vater, was für ein wunderschönes Wort. Und danke, dass du es bist, der mit uns nie fertig ist. Und diese Geschichte ganz bewusst durchziehen will, Stück für Stück. Du bist in Jesus unser Leben hineingetreten. Und es gibt keinen Augenblick, wo wir ohne dich, Herr Jesus, leben müssten. Du bist es, der uns auch immer und immer wieder auffordert, auf dein Wort hin zu handeln und zu glauben. Wir wollen dem nicht ausweichen und danken dir für diese Vertiefung unseres Glaubens. Und wir geben dir die Ehre darüber, dass du tatsächlich uns mit hineinnehmen willst in die Aufrichtung deines Reiches. Zeig uns den Dienst, den du durch uns getan haben willst. Danke für dein Wort. Wir geben dir die Ehre und wir beten dich an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.